Der offizielle Name ist HLF-10-6, was so viel bedeutet wie Löschgruppenfahrzeug mit Hilfeleistungskomponente. Das Fahrgestell wurde von Mercedes-Benz geliefert. Es handelt sich um ein Ateco-Fahrgestell 926 AF mit Allrad ausgerüstet, das eine zulässige Traglast von 11 Tonnen hat. Der Motor hat eine Leistung von 260 PS. Nun muss man aber auch sehen, das neue Fahrzeug ist bedeutend schneller und hat modernere Geräte zur Brandbekämpfung und auch zur technischen Hilfeleistung mit dabei. Im feuerwehrtechnischen Aufbau fertigt die Firma Ziegler aus Gegen. Das Fahrzeug ist mit neuen Sitzplätzen ausgestattet und kann somit eine ganze Löschgruppe zum Einsatz bringen. An der Einsatzstelle steht der Mannschaft ein umfangreiches Gerät zur Verfügung. Mit diesem Fahrzeug können Löschbrennsätze, aber auch technische Hilfeleistungsbrennsätze abgearbeitet werden. Dann hätte ich vielleicht gesagt, jetzt können wir hoch, speichern.